Oh mein Gott, Leute. Ich könnte schon wieder heulen, aber so will ich dieses Video nicht anfangen. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Weil in den letzten 2 Wochen ist so und es ist so unglaublich viel passiert. Ich habe das Gefühl, ich muss ein kleines Live-Update-Video drehen. Ich habe euch so viele Sachen zu erzählen und es ist... Ja, also ich beginne einfach mit letztem Wochenende, wobei das muss ich nochmal gesondert erzählen, sonst rede ich hier erstmal eine Viertelstunde. Da war mein Junggesellenabschied. What? Ich dachte, ich fahre auf einen Job nach Berlin und dann kam alles komplett anders. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr so ein bisschen was gesehen, aber das würde jetzt das komplette Thema vom Video so ein bisschen sprengen. Ich kann nur sagen, ihr seht Sonntag noch ein bisschen was, weil ich an dem Tag auch noch ein Video parallel gedreht habe, was ich dann nicht abgeschlossen habe. Das Video kommt halt jetzt Sonntag, es hätte eigentlich jetzt letzten Sonntag kommen können. So. Wir bekommen einen Hund, wir werden Hundeeltern, das ist das eigentliche Videothema. Und, oh mein Gott, ich habe mir geschworen, ich werde dieses Video ganz entspannt machen. Wenn ihr mich schon lange verfolgt und ich glaube, die meisten von euch kennen mich viele Jahre und verfolgen mein Leben seit vielen Jahren und wissen, dass ich mit 4 großen Hunden aufgewachsen bin. 2 davon haben wir gerettet aus ganz, ganz schlimmen Verhältnissen und unser Paddy zum... Ach nee, da komme ich gleich drauf, sonst muss ich gleich meinen. Und alle unsere anderen Tiere, unsere Katzen. Paula zum Beispiel kennt ihr, die anderen habt ihr, glaube ich, nie kennengelernt, oder? Murphy... Nee, die anderen habt ihr nie gesehen. Da habe ich noch kein YouTube gemacht. Auf jeden Fall, die haben wir auch alle gerettet oder adoptiert. Ich rede jetzt einfach von mir, aber mein Verlobter ist natürlich damit involviert und sieht es genauso wie ich. Mir war schon immer klar, dass ein Leben ohne Hunde für mich niemals eine Option ist. Gleichzeitig war mir aber auch immer bewusst, wie viel Verantwortung das bedeutet und dass man nicht einfach, heute scheint die Sonne, toi toi toi, es bedeutet, aber ich habe die ganze Zeit Licht rein und rausgehen. Rein und rausgehend. Mir war aber schon immer klar, ein Hund bedeutet halt auch, ja, Commitment. Und für uns war es nie der richtige Zeitpunkt bis jetzt. Was hat sich verändert, fragen sich vielleicht einige von euch. Also ich glaube 2 Dinge. Einmal hat sich unser Mindset verändert, nicht immer auf den perfekten Moment warten zu wollen, denn das Es gibt im Leben nie den perfekten Moment und ich glaube, wir sind da beide so ein bisschen ja, zu perfektionistisch, haben immer so ein bisschen, ich würde gar nicht sagen, dass wir so Sicherheitsmenschen sind, weil das sind wir überhaupt nicht, aber dieses alles muss irgendwie in geordneten Bahnen sein und einfach immer nochmal zu gucken, okay, bin ich jetzt wirklich bereit, ist es jetzt, habe ich die Zeit? All diese Dinge, die man dann immer wieder durchspielt und dann am Ende dazu kommt, nee, jetzt ist doch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich glaube, das irgendwann zu verstehen, dass man nicht sein Leben lang auf alles warten kann. Und der 2. Grund ist, dass wir wirklich beide einfach mittlerweile mehr zu Hause sind. Also mein Verlobter arbeitet mittlerweile von zu Hause, hat er die letzten Jahre auch nie gemacht. Sprich, wir haben jetzt eine viel größere Wohnung als vorher, leben noch viel mehr im Grün, was natürlich auch für einen Hund super schön ist. Und mein Job, der hat sich ja nicht verändert. Ich bin weiterhin YouTuber, Content Creator, aber die Branche hat sich auch einfach ein bisschen verändert und man ist gar nicht mehr so viel unterwegs. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich bin nicht mehr so viel unterwegs, weil ich mich auch dafür entscheide. Ich mag halt einfach sehr gerne mittlerweile zu Hause sein und muss nicht jede Woche irgendwo auf einem anderen Event oder Trip oder whatever sein. Welche Rasse ist er? Erstmal damit angefangen. Er ist ein Rüde, ein Gordon Setter. Wieso Rüde? Ich bin nur mit Rüden aufgewachsen. Ich habe damit Erfahrung und ich muss sagen, ich glaube auch einfach, weil ich so, wie soll ich das sagen, das so in meinem Kopf eingebrannt ist, was es für eine unglaubliche Verantwortung ist und ich möchte einfach alles richtig machen, fühlt es sich einfach besser an, einen Rüden zu haben, weil ich da einfach, wie gesagt, schon jahrelang Erfahrung habe aus meiner Familie. Und Gordon Setter, habe ich das gerade schon gesagt? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. er ist ein Gordon Setter, weil unser Paddy auch ein Gordon Setter war
Und Setter sind einfach, wow, deren Persönlichkeit ist einfach so unbeschreiblich toll. Und ich persönlich, und ich kann nur für mich reden, mich, uns. Ich traue mir, obwohl ich wirklich sagen würde, ich habe extrem gutes Hundewissen und kenne mich aus und kann Verhaltensweisen einordnen und darauf reagieren. Trotzdem hätte ich es mir einfach bei meinem allerersten eigenen Hund, wo meine Mama nicht da ist, um uns zu retten, hätte ich es mir niemals zugetraut, eine Rasse zu nehmen, die ich nicht kenne. Ist einfach ein sehr, sehr treuer Hund, ein sehr, ja, liebebedürftiger Hund, aber auch einfach sehr, sehr lieb und auch sehr kinderfreundlich. Und das ist das nächste Thema, was ich ansprechen möchte. Ihr wisst, wir heiraten jetzt dieses Jahr und auch wieder hier persönliche, also klar ist die Hochzeit eine persönliche Entscheidung, aber erst verheiratet zu sein und dann ein Kind zu planen, muss man ja nicht. Also es ist ja für den einen oder anderen vielleicht altmodisch, für uns nicht und das ist halt so der Plan. Ob das überhaupt klappt oder jemals oder wann oder wie auch immer, sind natürlich alles Dinge, die wir überhaupt nicht hervorsehen können oder beeinflussen. Was wir aber wussten, ist, dass wir nicht erst warten möchten mit dem hoffentlich Baby. Da sind wir beim Thema perfekter Zeitpunkt, tralala, sondern halt jetzt den Hund. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass natürlich die Kombi aus familienfreundlichem Hund und so weiter zu einem Baby passt. Da gibt es natürlich noch einige, die sagen, ja, ich habe auch gedacht, mein Hund ist so und dann ist das passiert oder die Geschichte ist das passiert und das verstehe ich, dass das nie alles so zu planen ist, aber ich sage einfach mal so, ich plane so viel ich kann und so viel mir möglich ist und der Rest wird sich dann sowieso ergeben. Die Frage, die dann kam, war, wieso adoptiert ihr keinen Hund und wieso holt ihr euch einen Hund aus der Züchtung? Ich beantworte erstmal die erste Frage. Wir haben, wie ihr ja mitbekommen habt, seit Jahren diesen Wunsch und diese Planung. Das ist jetzt nicht irgendwie erst vor einer Woche so, ach, ich mach das jetzt mal, ne? Also ich denke, ihr kennt mich. Bei mir passiert sowas nicht einfach über Nacht. Sprich, wir haben natürlich auch durch das Engagement hier fürs Tierheim in Oldenburg und für alle anderen Tierschutzorganisationen, für die wir uns einsetzen, für die wir spenden, bei denen wir Mitgliedern sind, bei denen ich teilweise Partnerschaften habe, natürlich auch viele Leute kennengelernt, viele Gespräche geführt. Und ich habe natürlich auch immer geschaut. Ich habe aber nach Gordon Setter geschaut. Ich probiere immer gleich jede Frage, die dann wieder kommt, zu beantworten. Warum Gordon Setter? Warum nur das? Ich habe meine komplette Kindheit und Jugend mit einem Gordon Setter verbracht und das ist halt die Wahl an Hund, die wir getroffen haben. Und dann habe ich geschaut, okay, wo kann man einen adoptieren? Was sind die Optionen? Viele Gordon Setter sind abzugeben in einem sehr hohen Alter. Und da muss ich auch einfach ganz ehrlich sagen, das ist für mich schon, diese Entscheidung ist für mich so schwerwiegend für mein Leben. Es hört sich vielleicht total dramatisch an, weil alle denken, es ist nur ein Hund. Das ist halt für mich einfach nicht so. Für mich ist es nicht einfach nur ein Hund. Und einen Hund zu adoptieren, der schon irgendwie 10, 11 Jahre alt ist und dann in 2 Jahren oder so nicht mehr da ist, das kann ich einfach nicht. Das kann ich einfach nicht. Da bin ich einfach total ehrlich mit euch. Vielleicht, wenn ich ein bisschen älter bin. Vielleicht, wenn ich schon Kinder habe. Das hat auch ganz viel mit Verlustängsten zu tun. Aber jetzt kommen wir in eine ganz andere Richtung, über die ich vielleicht irgendwann mal reden kann. War einfach für mich persönlich keine Option. Dann beim Tierheim habe ich natürlich auch geschaut, geschnackt. Da sind nicht alle. Es gibt immer Ausnahmen. Wir reden nur von einer, von meinem Leben. Da sind sehr viele Hunde verhaltensauffällig. Dann habe ich auch das Thema Baby angesprochen, Kinderplanung etc. Dann gibt es auch das Thema Adoptieren aus dem Ausland. Und glaubt mir, das sind alles Themen, Optionen, Möglichkeiten, die ich durchdacht habe. Inwiefern da ein Gordon Setter ja, zu uns finden oder seinen Weg zu uns finden kann oder nicht. Ich bin schon lange genug in diesem Business unterwegs, um zu wissen, du kannst eh nicht allen Leuten recht machen und kannst noch so viel reden und tun und machen und sagen und zeigen und whatever. Die Leute hauen dich sowieso in die Schublade, in die sie dich hauen wollen. Dann komme ich zum nächsten Thema, einem Zuchthund. Und das waren auch ein paar
ja, sag ich mal, kritischere Fragen. Und ich habe auch da, kann ich nur wieder betonen, sehr, sehr viel Zeit investiert und ich würde niemals irgendeinen Hund von eBay Kleinanzeigen kaufen, wo ich nicht den kompletten Background-Check gemacht habe. Es gibt immer Leute, die andere Meinungen haben. Ich rede nur von mir. Ich weiß, ich bin kein schlechter Mensch. Ich weiß, ich habe gute Werte. Ich weiß, ich mache sehr, sehr viel zum Thema Tierschutz. Ich muss das einfach nochmal hier gerade so sagen, weil ich ja das Internet kenne. Es gibt aber auch Züchter, die einfach wirklich, ich kann es, sorry, auf Englisch sagen, for the love of the dogs, einen Wurf durchleben. Und so eine haben wir gefunden. Und so haben wir jetzt unseren kleinen, er heißt aktuell Bedor, gefunden. Sie hat mich so an meine Mama erinnert. Sie hat selbst 6 ausgewachsene Golden Setter. Hat die schon seit über 20, also seit 20 Jahren, glaube ich, hat sie Golden Setter. Und das ist ihr zweiter Wurf. Sie liebt die Tiere. Wir waren jetzt ja auch schon mehrmals zu Hause. Das ganze Haus ist voller Golden Setter. Die haben es so schön da. Sie hat sich jetzt wochenlang freigenommen, um Zeit mit den Welpen zu verbringen. Jeder Einzelne ist da wirklich mit so, so viel Liebe, wird der da betüdelt. Ab und zu poste ich auch bei Instagram Sachen, dann werden die gebadet. Dann gehen sie alle einzeln in den Garten raus und toben da. Und es hat sich einfach richtig angefühlt. Wir freuen uns einfach so unglaublich auf den Kleinen. Er ist jetzt 6 Wochen alt. Und ja, 6 Wochen und Weihnachten haben sie Geburtstag, also Weihnachten sind sie geboren, am 25. Und ja, mit 10 Wochen gibt sie sie auch erst ab, was ich völlig, völlig in Ordnung finde. Und wir fahren halt jetzt so, wenn es geht, jede Woche einmal hin, dass er uns auch schon kennenlernt. Und ja, jetzt probiere ich natürlich alles schon so ein bisschen hier vorzubereiten, zu gucken, in welche Hunde, sag schon, Welpenschule gehen wir. Und ja, einfach dieses totale Excitement, was so in mir drin ist. Aber ich wollte erstmal dieses Video machen, um euch das alles ein bisschen zu erzählen, weil ich weiß, es gab viele Fragen und die meisten von euch sind aber ja einfach auch total glücklich für uns und haben mit mir mitgeweint, als ich auch schon bei Instagram irgendwie mehrere Heulmomente hatte und ihr seid alle sehr, sehr, die meisten von euch sind alle sehr, sehr empathisch. Der Name fängt, er heißt Bedor aktuell. Wir sind noch ein bisschen am Namen überlegen. Also wenn ihr noch einen richtig schönen, ich sage jetzt mal nordischen Namen mit B habt, dann schreibt super gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Oh Gott, nervlich ein bisschen am Ende. Aber es war mir ganz, ganz wichtig, da irgendwie so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann gibt es hier ganz viel Hunde-Content ganz bald. Und für alle, die das nicht möchten, sorry, das wird absolut, darauf werde ich keinen Rücksicht nehmen. Ich freue mich einfach so doll. Ja, das ist richtig schön. Also dieses Jahr für mich ist ein tolles Jahr, 2020. Ist ein gutes Jahr für uns. Also, schönen Tag euch noch. Freue mich auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal.